Es ist derzeit das Top-Thema in der Formel 1, der Fall Christian Horner. Ihm wird ein unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Seit Montag dieser Woche wird darüber berichtet. Große Einzelheiten sind derzeit bisher nicht bekannt gewesen. Das allerdings hat sich jetzt nun geändert. Die britische Sun hat weitere Einzelheiten veröffentlicht und bekannt gegeben. Und auf die blicken wir jetzt. Außerdem blicken wir auch noch auf die Frage, wer wohl Nachfolger von Christian Horner werden könnte, also wer interimsmäßig die Rolle von Christian Horner im Falle des Falles übernehmen könnte bzw. würde, denn der soll jetzt auch schon feststehen. Die Einzelheiten dazu jetzt. Ja, am Montag platzte das wie eine Bombe in die Formel 1, könnte man fast schon sagen, nachdem bekannt wurde, dass schwere Vorwürfe gegen den Teamchef von Red Bull, Christian Horner, erhoben wurden. Ja, es geht dabei um Vorwürfe von einem unangemessenen Verhalten, spricht man gegenüber einer Mitarbeiterin. Red Bull hat sich dazu ja auch in der Öffentlichkeit dahingehend geäußert, dass man Untersuchungen eben eingeleitet hat, dass man einen externen Anwalt beauftragt habe, der eben ja, ein bisschen mehr Licht in diese ganze Geschichte bringen soll. Aber so große Einzelheiten sind bis dato noch nicht bekannt gewesen. Erst hieß es, dass es sich um Fotos handeln soll, die Christian Horner einer Mitarbeiterin geschickt haben soll. Allerdings wurde dabei, als es am Montag zum ersten Mal bekannt wurde, nicht genannt, um welche Art von Fotos es sich handeln könnte. Nun hat die britische Sun am heutigen Mittwoch weitere Einzelheiten zu dem Fall offenbart und so bezieht sich die britische Boulevardzeitung nämlich mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen, dass die Vorwürfe gegen Christian Horner nichts mit sexuellen Anzüglichkeiten gegenüber einer Mitarbeiterin zu tun haben sollen. Und gerade darüber wurde ja zu Beginn der Woche von vielen ja, nationalen, aber auch internationalen Medien berichtet. Und die Sun zitiert eine weitere, namentlich nicht genannte Person, die sich allerdings im Dunstkreis der Formel 1 bewegen soll. Und da heißt es, Christian hatte Bedenken, was ihr Verhalten anging und deutlich gemacht, dass er damit nicht glücklich ist. Sie hat sich anschließend über sein kontrollierendes Verhalten beschwert, was diese Situation explodieren ließ. Eine weitere Quelle, die ebenfalls nicht genannt wurde in diesem Zusammenhang, hat sich gegenüber der Zeitung geäußert, dass eine Mitarbeiterin einen bewussten Versuch unternommen haben soll, um das Team zu destabilisieren. Weitere Belege, Erklärungen oder gar Hintergründe hat der Artikel der britischen Sun bis dato nicht geliefert. Ja, es ist eine wahre Lawine, die derzeit auf Red Bull, aber auch insgesamt auf die Formel 1 zugerollt war, eben weil man von einem grenzüberschreitenden Verhalten gesprochen hatte. Christian Horner hat sich bis dato ja nur insoweit geäußert, dass er alle schweren Vorwürfe umgehend dementiert habe. Motorsport Total unterdessen berichtet derweil, darüber hatten wir auch schon am Dienstag berichtet, dass Christian Horner der Rücktritt nahegelegt worden sei. Denn darüber, wie es heißt, soll hinter den Kulissen getuschelt worden. Ja, Details zu diesen ganzen Vorwürfen im Detail sollen dem Portal zwar vorliegen, allerdings im Sinne der Privatsphäre aller Beteiligten, wie man schreibt, werden diese nicht genannt. Auch berichtet Motorsport Total darüber, dass mittlerweile Christian Horner auch schon einen eigenen Rechtsanwalt, also einen eigenen Rechtsbeistand gesucht haben soll. Außerdem wird mitgeteilt, dass eben hinter den Kulissen in der Formel 1 getuschelt wird, dass das Verhältnis zwischen Christian Horner und dem Vater von Max Verstappen, Jos Verstappen, ziemlich arg ramponiert, wie man schreibt, sein soll. Und auch aus diesem Grund, so wird gemunkelt, könnten die Berichte über Christian Horners mutmaßliches Fehlverhalten auch zuerst in den niederländischen Medien gestreut worden sein. Und das sei, wie man schreibt, vermutlich kein Zufall. Ja, aber vor allem auch ist klar, die Loyalität von Max Verstappen, die gilt zwei Personen und zu denen gehört Christian Horner ebenfalls nicht. Das ist zum einen natürlich Papa Jos Verstappen, aber natürlich auch gegenüber dem Red Bull Motorsportchef Helmut Marko. Da hat man ja auch im letzten Jahr, als es ja diese Gerüchte gab, dass es da zwischen Helmut Marko und Christian Horner ordentlich,
krachen soll, quasi so ein Machtkampf entstanden sein soll, dass es da auch schon Stimmen gab, die sich, wo es hieß, dass Max Verstappen sich für einen Verbleib von Helmut Marko einsetzt, und gab auch Gerüchte, dass falls Helmut Marko gehen würde, oder vielmehr gegangen werden würde, um es mal so galant zu formulieren, dass dann auch Max Verstappen wohl mitgehen würde. Klar ist aber auch, dass das Verhältnis eben zwischen Horner und Verstappen, dem Vater von Max, eben Jos Verstappen, dass das auch dahingehend geschädigt sein soll, dass beide nicht immer einer Meinung gewesen sind. Hinter den Kulissen, so wird derzeit gemunkelt, soll auch der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sich in diese ganze Causa Horner eingeschaltet haben, um eben auf ihn einzuwirken. Und so will auch Motorsport Total erfahren haben aus Insiderkreisen, dass er sein gutes Verhältnis gegenüber Christian Horner nutzen möchte, um ihn zu beruhigen. Mehr schreibt man diesbezüglich nicht. Auch wie es derzeit mit ihm weitergeht, ist ebenfalls noch völlig offen. Klar ist, das ist ja auch schon bekannt geworden, an diesem Freitag soll Christian Horner dann angehört werden, und man möchte auch so schnell wie möglich diese Angelegenheit beendet wissen. Trotzdem ist auch eben die Frage, wer würde eigentlich im Falle eines Ausscheidens von Christian Horner das Zepter vorläufig übernehmen? Und da schreibt Motorsport Magazin zum Beispiel, dass der derzeitige Red Bull Sportdirektor Jonathan Weekly tatsächlich bereit sein soll, eben die Rolle von Christian Horner interimsmäßig zu übernehmen, bis Red Bull dann tatsächlich einen regulären Nachfolger gefunden hätte. Jonathan Weekly ist im Team natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut bekannt, und auch er kennt das Team wie seine Westentasche, arbeitet seit 2006 für das Team und eben ist auch als Sportdirektor unter anderem für die Boxencrew des Teams zuständig, die, wie wir ja wissen, als das wohl Beste im ganzen Fahrerfeld gilt. Helmut Marko, das wurde ja auch so ein bisschen gemunkelt, ob das quasi wieder so ein Wiederauferleben dieses Machtkampfes sein könnte, hat oder soll bereits schon signalisiert haben, keinerlei Ambitionen in Milton Keynes das Zepter zu übernehmen, wird geschrieben. Und man sagt auch, das, was aktuell passiere, habe auch nichts mit diesen internen Machtkämpfen, wie wir auch letztes Jahr darüber berichtet haben, eben nichts zu tun. Trotzdem soll der Rückhalt von Christian Horner innerhalb des Teams, vor allem auch gerade beim Mutterkonzern in Österreich, geschädigt worden sein. Er soll auch deutlich an Rückhalt verloren haben. Allerdings sagt man auch, dass sein Standing in Thailand dagegen deutlich besser sein soll. Auto, Motor und Sport berichtet unterdessen, dass eben Red Bull diesen Fall schnellstmöglichst zu den Akten legen will, denn wir dürfen nicht vergessen, am 15. Februar, also in der kommenden Woche, wird ja Red Bull dann auch den RB20 für die Formel 1 Saison 2024 dann auch vorstellen, und eine Woche später geht es ja dann auch schon zu den Testfahrten, zu diesen dreitägigen Testfahrten nach Bahrain, wo dann wiederum eine Woche später der erste Grand Prix der Formel 1 Saison stattfindet. Ja, Red Bull, darüber hatten wir schon berichtet, eben hat mit Bekanntwerden dieser Vorwürfe oder generell, dass gegen Christian Horner Vorwürfe erhoben wurden, bereits auch schon klar zum Ausdruck gebracht, dass man eben einen externen, unabhängigen Ermittlungsanwalt beauftragt habe, der eben diesen Fall für das Team aufklären soll. Sollte also Christian Horner tatsächlich ein unangemessenes Verhalten nachgewiesen werden, dann ist natürlich auch klar, Jonathan Weekly, der würde diese Aufgabe nur vorübergehend übernehmen. Das heißt, Red Bull müsste sich auf die Suche nach einem regulären Teamchef machen. Und da spekuliert Auto, Motor und Sport und bringt eben neben der Option von Jonathan Weekly auch drei andere Namen noch mit ins Spiel, die zum Teil doch ein wenig überraschend sind. Wir können mal drauf gucken. So soll derzeit auch Mattia Binotto möglicherweise gehandelt werden als Nachfolger. Der frühere Teamchef der Scuderia Ferrari, dessen Sperrzeit ist ja bereits schon abgelaufen. Das heißt, er wäre rein theoretisch wieder verfügbar. Genauso, nicht ganz so, versteht es bei Ottmar Schaffnauer, der nämlich auch gehandelt wird. Der frühere Aston Martin und Alpine-Teamchef, der musste ja nach anderthalb Jahren im Sommer des vergangenen Jahres ja seinen Posten räumen. Wäre also, was die Sperrzeit betrifft, noch nicht verfügbar. Da müsste man noch ein paar Monate warten, eben bis zum Sommer diesen Jahres. Und
Tatsächlich ist auch er nämlich genannt worden. Günther Steiner, der geschasste Haas-Teamchef, dessen Vertrag Jean Haas zum Ende des Jahres 2023 nicht mehr verlängert worden war. Allerdings dürfte diese Option wohl weniger wahrscheinlich werden, denn auch er hat natürlich eine Sperrfrist, das heißt 2024 könnte er ohnehin nicht in irgendein Amt eines anderen Formel-1-Teams einsteigen. Und demzufolge wäre das, wenn überhaupt, eine Option für 2025. Und ob Günther Steiner eine ernsthafte Option ist, auch wenn er natürlich bei Red Bull schon gearbeitet hat. Also es ist ihm natürlich nicht unbekannt, umgekehrt natürlich auch nicht. Aber wohl eher weniger wahrscheinlich. Jedenfalls über diese drei Namen spekuliert man eben: Mattia Binotto, Ottmar Schaffnauer und eben auch Günther Steiner. Am Freitag eben, am 9. Februar, soll dann Christian Horner vorgeladen werden, persönlich angehört werden. Und dann soll eine Entscheidung getroffen werden, wie es mit Christian Horner und diesem eigentlichen Fall über diese Vorwürfe, dieses unangemessenen Verhaltens, von dem man spricht, wie dann da tatsächlich entschieden wird. Dass man möglichst noch in dieser Woche diesen Fall abschließen kann. Aber zumindest mal scheinen diese Vorwürfe doch enorm zu sein, weil wenn man natürlich auch einen eigenen Anwalt dazu mit an Bord nimmt, dann kann es ja durchaus auch um rechtliche Fragen gehen oder natürlich auch um gewisse Formulierungen, dass man da nicht irgendwie was erzählt, was möglicherweise dann ausgelegt werden kann für einen zum Nachteil logischerweise. Also auch da ist da einiges wohl im Argen, wie man ja so schön sagt. Also, soweit mal für den Moment die Neuigkeiten, die Einzelheiten zum Falle von Christian Horner. Ein Satz vielleicht noch mal kurz dazu, weil wir ja auch am Montag und eben auch am Dienstag darüber berichtet haben, wie eben eine Vielzahl internationaler und nationaler Medien, gerade auch in Deutschland zum Beispiel, haben die großen Tageszeitungen, der Spiegel, die FAZ, aber auch natürlich auch viele unserer, nennen wir es mal, Konkurrenzplattformen auch darüber berichtet. Wir haben jetzt auch hier einige natürlich davon zitiert, weil sich viele so ein bisschen mit dieser sogenannten Verdachtsberichterstattung schwer tun und nicht so ganz unterscheiden können von einer Verdachtsberichterstattung über gerade auch eine tatsächliche Verurteilung. Also es wird hier niemand vorverurteilt oder gar verurteilt. Das wird auch entsprechend immer so formuliert. Wir gehen ja in unseren Berichten, wir sagen ja nicht, dass etwas so gewesen ist, sondern wir berichten über diese Vorwürfe, dass es sein könnte und eben das, was bekannt ist. Also, da sollte man nochmal unterscheiden und es nicht persönlich nehmen. Also das hat ja nichts damit zu tun. Wir berichten natürlich auch, wie es unsere Aufgabe ist, wie eine Vielzahl anderer Medien auch. Und wie gesagt, die aufgezählten Medien, das sind ja nur einige aus dem nationalen Bereich, aus dem internationalen Bereich natürlich auch, wie wir jetzt eben darüber auch gehört haben, die britische Sun an dieser Stelle. Also, das ist nochmal ein Wort zur sogenannten Verdachtsberichterstattung und dem stellenweise getätigten Vorwürfen von einigen Zuschauern. Man würde hier Christian Horner vorverurteilen, dem ist nicht so. Das wird auch klar oder kommt auch klar in unseren Berichten rüber, dass wir über diese Vorwürfe sprechen und jeder, der ein bisschen was ausführlicher lesen möchte, was eine oder welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine sogenannte Verdachtsberichterstattung umzusetzen, kann sich gerne auch mal im Internet dazu schlau machen. Gibt es auch einige Rechtsanwälte, zum Beispiel eben auch eine der bekannteren WBS, ist zum Beispiel auch eine Kanzlei, die auch auf YouTube sehr präsent ist, in diesem Fall Christian Solmecke. Da gibt es auch ein Video, jetzt nicht von ihm, aber eben von seiner Kanzlei, von einer Kollegen von eben, die auch noch mal vor ein paar Jahren schon auch klargestellt hat oder auch aufgezählt hat, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es eine zulässige Verdachtsberichterstattung ist. Und eines der wichtigen Faktoren ist schon mal, dass es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt und dass das Interesse daran, darüber zu berichten, entsprechend groß ist. Und ich glaube, alleine schon in der Funktion oder gerade in der Person Christian Horner liegt das alles schon mal klar und deutlich vor. Und alles Weitere könnt ihr dazu gerne auch mal im Internet recherchieren, damit man versteht, das ist eine reine Verdachtsberichterstattung. Wenn dann Red Bull natürlich dann auch sein Statement dazu abgibt und dann Vorwürfe benennt oder eben auch erklärt, es liege kein falsches oder unangemessenes Verhalten vor, dann werden wir darüber natürlich ebenfalls berichten.
Soweit für den Moment. Alles weitere Neue zu diesem Fall natürlich hier bei Champ One. Auch gerne natürlich über unseren WhatsApp-Kanal. Da versorgen wir natürlich euch auch mit Infos, mit Bildern. Denn wir dürfen ja bei all dem, was gerade so um uns herum passiert, auch nicht vergessen. In diesen Tagen finden ja die ganzen Teampräsentationen für die Formel 1 Saison 2024 statt. Und nachdem wir jetzt schon Haas in der vergangenen Woche gesehen haben, den Williams, aber auch eben den Steak F1, man müsste eigentlich sagen den Sauber, aber da heißt das Team ja eben nicht mehr so, steht jetzt auch noch Alpine bevor und die anderen ziehen dann auch noch nach. Also, soweit für den Moment, eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Dennoch nochmal der freundliche Hinweis, bleibt sachlich und auch entsprechend respektvoll und freundlich auch zueinander. Aber gerne diskutiert darüber. Das war es an dieser Stelle von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.